Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal und willkommen im wunderschönen Mittelalter. Ich begrüße euch wieder zu einer Runde Bellwright. Ja, die Woche alles ein bisschen anders, was Videos angeht, weil ich gerade keinen Urlaub mehr habe und nicht wieder normal arbeite. Deswegen kommen die Videos die Woche anders. Ja, mit Medieval Dynasty habe ich es ja auch ein bisschen verhunzt. Habe ich auch so, sind zu spät hochgeladen, aber besser spät als nie. Das heißt, für euch gestern kam kein Video, also am Mittwoch, jetzt aber am Donnerstag wieder ja, Bellwright. Und ja, dann jetzt zum Wochenende kommen dann wieder 2 Videos pro Tag. Und dann würde ich sagen, passt die Sache auf jeden Fall. Ja, wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Ich mache gerade noch ein bisschen Holz, weil wir brauchen noch echt ordentlich Baumstämme. Übrigens noch vielen Dank für den Tipp. Die Klamotten kommen in den Kammer, schmeißt man ins Klo. Das wusste ich auch nicht. Das dachte ich, das mache ich jetzt auch noch in der Folge, damit ich es euch zeigen kann. Auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, weil ich mir jetzt nicht dachte, ich schmeiße jetzt unbedingt was zum Essen, was zum Anziehen ins Klo. Achso, Holz habe ich doch auch noch dabei. Ja, mein Asthmatiker keucht auch sich schon wieder einen ab. Jetzt muss ich blöd für, euch mal fragen. Stroh. Woher? Aus Weizen, oder? Das heißt, ich müsste ja einen Weizendealer, genau. Einen Händler finden, der mir Weizen verkauft. So. Geht der tatsächlich. Das ist cool. Okay. Ja, ist ja gut. Ist jetzt fertig? Sehr schön. Weil dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Und dann ist ja auch schon der Angriff, ne? Und auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle für die krasse Unterstützung. Es ist so krass schwankend. Je nachdem, um was es in den Videos geht, ist ja klar, ich finde das faszinierend. Aber es ist immer wieder schön, dieselben von euch zu sehen und zu lesen sozusagen. Ja, cool. Wie gesagt, ich werde heute, also mich übers Wochenende auch mal noch ein bisschen dran setzen, wie wir es in Zukunft machen, auch mit Streams und so. Dann wäre eine Frage an euch, würden euch Streams auf YouTube interessieren? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel im Stream Medieval Dynasty, Bellwright oder so mal spielen, wollt ihr dann lieber die VODs einfach? Oder ja, weil ich habe mir jetzt überlegt, es ist jetzt ja wieder noch ganz schön was rausgekommen. Mich würde nämlich jetzt, ich würde mal wieder in Dings reingucken im Stream wahrscheinlich dann. In, wie heißt das Gedönse nochmal? Valheim, weil da kam jetzt ja die Ashlands. Und ich darf hier noch nirgends was hinstellen. Benötigt ein Werkzeug. Wir brauchen den Zimmermannshammer. Ja genau, also in die Ashlands würde ich mal noch reingucken. Das würde mich auch noch brennend interessieren. Euch ja vielleicht auch. Ich habe den Zimmermannshammer noch nicht mal erforscht, ne? Ja. Läuft. Forschungstisch. Zimmermannshammer. 318, okay. 3 Holz, ein Riemen. Jetzt hoffe ich nur, dass wir, oh gut, wir haben noch Radieschen, das ist auch sehr schön. Ja, das würde mich noch interessieren. Da sind es 3, 1 und dann brauche ich noch Holz. 8 Stück. So. So. Dann, was ist eigentlich hier mit Bärenmarmelade? Dann halt hier doch das dahin. Was fehlt jetzt noch? Die 8 Holz, ne? Genau. Die holen wir noch kurz. Ja, also, wie gesagt, Valheim würde ich gerne mal wieder reingucken. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, wie gesagt,
den Streamspielstand Bellwright und vielleicht auch noch einen Streamspielstand Medieval. Wie wir in Zukunft weitermachen mit Enshrouded, mit Kalle sonntags, weiß ich jetzt auch noch nicht, weil das letzte Mal haben wir ja auch Dings gespielt. Crusader Kings, das hat auch mal wieder Spaß gemacht. Auch wenn mein PC gemeint hatte, ich kriege jetzt einen Bluescreen, warum auch immer, einen Start mal neu. Beziehungsweise, nee, er ist nur neu gestartet. Ja. Das war etwas ätzend. Ach komm, wir nehmen hier noch mehr mit, bis wir voll sind, weil wir brauchen doch so viel Holz noch. Und ja, also da würde ich eigentlich ganz gerne einen Streamplan ausarbeiten, dass wir wieder so, ja, dreimal die Woche streamen. Ah, keine Ahnung. 3-4 Stunden wäre jetzt so der Plan von mir. Muss ich natürlich auch noch mit meiner werten Frau sprechen. So. Hier noch mit. Noch 2 Holz. Und 3. Sodala. Ich weiß nicht, lohnt sich das Trapperlager tatsächlich? Muss ich jetzt mal ganz dumm fragen, weil... Ja, wäre bestimmt nicht schlecht mit den ganzen Fallen. Hallo Haas, Häschen, Haaschen. Irgendwo hatten wir, glaube ich, auch noch das Dingsbeil. Das ist Gedönse Nummer... Die richtige Holzfäller-Axt, genau. Oh, das muss ich noch gucken, genau. Ich gucke mir meine Videos auch ganz oft einfach für mich zum Revue passieren lassen und zum... selbst reflektieren könnte man jetzt auch sagen. Ja, nochmal an. Im Nachhinein. Und ich habe rausgefunden, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe im letzten Spielstand aus Versehen... Perfekt. In der letzten Runde habe ich aus Versehen, ach, das ist Wind. Habe ich mein Dings verloren. 2 Seile, 5 Holz, okay. Ja, da habe ich meine Axt verloren, meine Zweihand-Axt. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und ich finde sie wieder. Also ich würde mich schon drüber freuen, muss ich schon ehrlich zugeben. Weil die war ja teuer, wollte ich gerade sagen. Das würde ich noch feiern, wenn es das tatsächlich so als Dings geben würde. Also wir waren hier irgendwo. Nee, ich glaube nicht. Ja, von 4 aus haben wir geschossen. Ja, ich denke, die wird despawned sein. Schade. Schade, schade, schade. Dann nehme ich nochmal Holz mit. Ja, dann benehme ich mich nochmal wie die Axt im Walde und dann, ja. Bin ich mal gespannt, wenn der... Obwohl, wir sind jetzt ja eigentlich gerade so fröhlich am Sammeln und Quatschen, da kann ich euch auch mitnehmen. Ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig, wenn wir sowas machen. Aber irgendwann muss man ja auch mal, ne? Na, ich will es nur mitnehmen. Ah, genau, das ist noch eine Idee. Pilze, dann können wir natürlich wieder geräucherte Pilze machen. Die mögen die ja sehr... Platz haben wir denn noch? Ah ja. Nehmen wir noch bis 20 mit. Obwohl 18 reicht auch und der Rest wird noch voll Holz und dann müssten wir es doch eigentlich auch schon fast haben. Also ich muss sagen, die Tasche will ich echt nicht mehr missen. Also ohne Flachs. Okay, zu viel. Egal. Okay,
Okay, das heißt, wir brauchen neue Zweihandwaffen. Ich habe mir schon überlegt, ob es nicht noch eine Idee wäre, wenn wir sagen würden, der Streitkolben wäre bestimmt noch eine Idee. Das Rondell mit Sicherheit, die Streitaxt, die hätte ich gern tatsächlich. Na, dann hoffen wir doch mal, dass der Angriff bald kommt. Ich muss sagen, ich finde das Dorf bis jetzt eigentlich ganz schick. Haben wir eigentlich noch Radieschen? Allbei Radieschen, gut. Das heißt, ich sollte nochmal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie die anderen Sachen alle mal herkriegen, ne? So. Dann hier einmal vollklatschen alles. Was läuft hier? Bärenmarmelade, okay. Ups. Die restlichen Pilze tue ich da rein. Vielleicht kommen die ja auf die Idee, man könnte daraus auch Pilzsuppe machen. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht. Und jetzt gibt es hier geräucherte Pilze. Und das restliche Holz tue ich auf jeden Fall mal rüber. Ah, nein, halt. Man mache mir einen Hammer. Ja, Hammer. So, jetzt brauchen wir nur noch zwei Seile. Streitaxt freigeschaltet, perfekt. Sehr gut. Waffenständer wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ein Arbeitsbereich zum Trennen von Weizenkörnern und Stroh. Ah, okay. Dann brauchen wir... Ach, dafür brauche ich Stroh. Ja, dann nicht. Eine gepanzerte Mütze. Bärstiefel, dicke verstärkte Jacke. Dann lieber das Rondell. Wir brauchen großes... Also wir brauchen Seile, Leute. Das ist ganz wichtig. Ich brauche Hanf. Okay. Gehen Sie mal zur Seite. Gehen Sie mal hier zur Seite. Wo ist denn das ganze Hanf? Ich steck fest. Hilfe. Hä? Lachs? Knoblauch? Hanfsamen? Flachs und Hanf. Hier heißt... Ach, 81... Ah, wir haben kein Hanf mehr. Ah, okay, dann gehe ich noch kurz Hanf sammeln. Wo hat's denn Hanf? Okay, ich gehe jetzt kurz Hanf sammeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe nicht Hanf sammeln. Wir kriegen den Angriff. So, wo seid ihr denn? Was ist eigentlich das? Reiseschild. Ah, okay. Okay, das heißt, die kommen von da, dann haben wir ja noch ein bisschen warm. Könnte ich mir so lange mal noch was zu Gemüte führen? Ich hatte noch nie Bärenmarmelade. Okay. Wie schnell sind die? Oh Gott, die sind ja gar nicht schnell. Wir hätten jetzt wieder mein Holz hier rausgenommen. Leute. Also die kommen von hier. Das. Ah ja, das sind die, okay. Dann rufen wir doch mal die Armee zusammen, wa? Hier ist es unbewaffnet. Patrick hat schon wieder kein Schild dabei. Leute. Mit euch in Krieg ziehen, hey. Ups. So, Pierce ist nicht bewaffnet. Bogen, das. Dass die immer... Ach Gott, Leute. So. Otto.
Lubomir, Patrick. Nimm jetzt das zu dir. Du hast was. Geh mal weg. Ihr raubt mir mal noch den letzten Nerv, Leute. So, Patrick hat das, dann kriegst du noch das Schild. Du warst es, Lubomir. Du kriegst noch das Schild. Gut. Da sind sie doch auch schon. Wisst ihr? Also. Ich will ja nichts sagen, aber... ...170 Ruhm. Also wirklich glorreich war es jetzt nicht, aber... Aber wir haben es geschafft. Die fallen teilweise echt um, wie die fliegen, ne? Patricks Überreste. Noch ein Buch. Ja, haben wir uns jetzt nicht hart mit Ruf vor allen Dingen, Ruhm bekleckert. Was ist denn das? Handwerk und Stärke. Oh, Stärke ist gut. Da sehe ich mich. Okay, also wir brauchen jetzt für den Zimmermannshammer 5 Holz. Und 2 Seile. Für Seile brauche ich noch Hanf. Genau, ich wollte Hanf holen. Dann gehe ich jetzt Hanf holen. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Sachen jetzt gesammelt, dass ich meine Seile herstellen kann, meine 2 Stück. Ja, also zur Info für euch. Wenn ihr aus Versehen beim Jagen eine Kuh erwischt, gibt's pro Treffer minus 10 bei der jeweiligen Fraktion oder bei der jeweiligen Ortschaft, wo ihr seid. Weil ich habe jetzt noch nebenher einen Hirsch jagen wollen. Da war auch eine Kuh. Sie hat den Pfeil für den Hirsch abgefangen. Gab minus 10 Ruf bei Hürden. Yay. Ich freue mich. Ach, Stärke gibt auch aus. Also, Leben. Das ist mir neu. Okay. Dann den Zimmermannshammer. Dann können wir auch schon ein bisschen anfangen mit reinhacken. Das freut mich natürlich. So, da bin ich gespannt, Mensch. Ja, Diablo kam ja auch noch raus. Was von den ganzen Sachen, wo ich aufgezählt habe, spielt ihr eigentlich? Oder guckt ihr euch noch an? Oder spielt ihr? Also guckt ihr in die neue Diablo-Season rein? Guckt ihr in die Ashlands rein? In, hier... Dingensbummens? Hier, ne? Valheim? Oder sagt ihr, nö... Ich hab meins. So. Das auch noch. Das. So, dann würde ich sagen, können wir ja mal ein bisschen anfangen hier mit bauen. Ah, ist eine neue Animation. Okay. Okay, das kann echt eine Weile gehen, hey. Dann könnte man ja auch den hier machen. Das einfach mal ausschalten. Okay, du musst es aber gedrückt halten am Anfang. Sehr gut zu wissen. Ich liebe
liebe diese Musik einfach. Der Soundtrack von dem Spiel ist so gelungen. Bin echt so gespannt, was noch alles dazu kommt in dieses Spiel. Na. Na. Geht doch. Sehr fein. Ah. Gut, dann hämmer ich jetzt hier noch ein bisschen rum und dann baue ich noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, müsst ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren. Kommentiert liebend gern auch. Und wenn es nur ein Plus ist, es hilft für den Algorithmus. Und liked natürlich das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Und euer Wiki sagt Tschüssikowski.